In einer gemeinsamen Erklärung befürworten der finnische Präsident Sauli Niinistö und Ministerpräsidentin Sanna Marin am Donnerstag einen unverzüglichen NATO-Beitritt ihres Landes. Es wird damit gerechnet, dass in den kommenden Tagen ein Beitrittsantrag gestellt wird. Damit vollzieht das nordische Land eine politische Kehrtwende. For us, joining NATO would be not against anybody. Für uns wäre ein NATO-Beitritt nicht gegen irgendjemanden gerichtet. Wir würden gerne unsere Sicherheit auf die eine oder andere Weise maximieren, während wir über eine Mitgliedschaft in der NATO nachdenken. Membership in NATO, but it is not a zero-sum game. Aber es ist kein Nullsummenspiel. Wenn Finnland seine Sicherheit erhöht, geht das nicht zu Lasten anderer Länder. Mit anderen Ländern ist mitunter wohl das direkt an Finnland angrenzende Russland gemeint. Denn noch immer hat Helsinki traditionell sehr enge Beziehungen zu seinem östlichen Nachbarn, verbindet die zwei Länder durch eine lange gemeinsame Geschichte. Finnland hat, wie die Ukraine, viele Denkmäler, die an diese gemeinsame Geschichte erinnern sollen. In Kiew tilgt man diese Monumente mittlerweile von der Bildoberfläche. Die jüngsten Ereignisse in der Ukraine lassen Finnland an einem dauerhaften und gemeinsamen Frieden zweifeln. Wie Russland die Möglichkeit eines Beitritts der Finnen sieht, nun, wenn das der Fall wäre, wenn wir beitreten würden, dann würde meine Antwort lauten, dass ihr das verursacht habt. You caused this. Schauen Sie in den Spiegel. Look at the mirror. Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der damit veränderten Bedrohungslage will sich das nordeuropäische Land nun von seinem neutralen Status verabschieden. Finnland hat zu Russland eine rund 1300 Kilometer lange Grenze. Bevor das Land in der NATO aufgenommen wird, müssen dem alle 30 derzeitigen Mitglieder zustimmen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte zuletzt mehrmals signalisiert, dass es dafür innerhalb des Bündnisses breite Unterstützung gebe.